Achtung, 20. 20 jetzt. 18%. Sowas gibt's vielleicht alle 5 oder 10 Jahre mal. Also, ist eine sehr schwere Produktion. Ich wünsche einen wunderbaren guten Morgen. Es ist jetzt 10.30 Uhr, das erste Zeichen. Wir beginnen in einer halben Stunde mit der Orchesterhauptprobe. 5 Tage vor der Premiere. Zeit, noch Details zu ändern und sich auf einen vollständigen Durchgang vorzubereiten. Immer noch fusselig. Immer noch fusselig? Ja, ist zu fusselig. Also schön wäre es, wenn es so wenig... Guck mal, das ist zu Franzel, kommt wie aus dem Plunderladen. Homoki und Luisi werden diese Probe nur noch im Notfall unterbrechen. Eine anstrengende und fordernde Bewährungsprobe, auch für die Bühnentechnik. Es sind wirklich unglaubliche Abläufe, die hier die Technik irgendwie stattfinden lässt. In einem Timing, in einem Stück, wo wir dachten, wir hätten manchmal Zeit. Und dann merken wir, es ist sowas von leise in der Musik. Wir können keinen Mucks auf der Bühne machen. Es muss wirklich absolute Ruhe sein. Ja. Und da muss man wirklich sagen, es ist ein Wahnsinnshaus. Ja. Die absolute Champions League ist das hier. Ja. Ein ständiger Unsicherheitsfaktor schon von Beginn weg war eine Szene im letzten Akt, in der sich der Zylinder hebt und wenige Minuten später wieder senkt. Das Problem ist, beim Hochheben verzieht sich die Tonne natürlich. Und dann setzen wir sie ab und dann wissen wir nicht genau, wie sie, dass sie millimetergenau landet. Das ist halt unglaublich schwierig. Bange Momente für alle. Denn kurz darauf soll sie sich bereits wieder drehen.